Geehrte Frau Professorin Kopp, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Josef Mackert, ich bin Studienleiter an der Katholischen Akademie in Freiburg und heiße Sie auch im Namen unserer Mitveranstalter Studium Generale und Theater Freiburg herzlich willkommen zum 29. Vortrag unserer Reihe Konturen der nächsten Gesellschaft. Die Idee, das Thema Risikogesellschaft in die Reihe Konturen der nächsten Gesellschaft aufzunehmen, kam nach der ersten Phase der Pandemie, als wir gesellschaftliche Ausnahmezustände zuvor ungeahnter Art durchlebten. In dieser Zeit der Stillstellung lag es nahe, sich wieder mit Ulrich Becks großem Werk Risikogesellschaft und dem Folgeband Weltrisikogesellschaft zu beschäftigen und darüber ein genaueres Verständnis dessen zu erarbeiten, was das Konzept Risikogesellschaft heute beschreibt, in einer Situation, in der wir die Erfahrung machen, dass der Ausnahmezustand zunehmend der Normalzustand zu werden droht, in der nicht mehr Fortschrittsszenarien den gesellschaftlichen Diskurs bestimmen, sondern die gesamte politische Energie sich auf das Ziel konzentriert, das Schlimmste zu verhindern, wie es Andreas Reckwitz vor einiger Zeit pointiert formuliert hat. Bei der Recherche über das aktuelle Forschungsfeld Risikogesellschaft begegneten mir die Arbeiten von Professorin Cordula Kropp. Cordula Kropp hat am Sozialwissenschaftlichen Institut der Universität Stuttgart den Lehrstuhl für Soziologie inne. Ihre Fachgebiete sind die Umwelt-, Technik- und Risikosoziologie sowie allgemeine Soziologie und Theorien des sozialen Wandels. Vor ihrer ersten Professur für sozialwissenschaftliche Innovations- und Zukunftsforschung an der Hochschule München war sie bis 2002 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Ulrich Beck an der LMU in München. Seit 2016 forscht und lehrt sie an der Uni in Stuttgart, wo sie auch Direktorin des Zentrums für interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung ist, was man unter dem Akronym Sirius finden kann. Von ihren zahlreichen Veröffentlichungen möchte ich Sie zunächst auf drei ganz neue Publikationen hinweisen, die sich mit den Risiken der digitalen Entscheidungsfindung und Co-Steuerung beschäftigen. Ein Titel etwa lautet »In digitaler Gesellschaft – Herausforderungen, Risiken und Chancen einer demokratischen Technikgestaltung«. Die anderen thematisieren hybride Kontrolle und künstliche Intelligenz. Dazu finden Sie weitere Hinweise auf Ihrer Homepage in der Universität Stuttgart. Aus der dort abrufbaren umfänglichen Publikationsliste möchte ich Sie zum Abschluss im Hinblick auf unser Thema vor allem auf einen Aufsatz hinweisen, der trägt den Titel »Pandemien, globaler Umweltwandel und smarte Risikopolitik« Doppelpunkt, »Chancen für den Wandel?« Fragezeichen. Smarte Risikopolitik, das ist ein Stichwort, auf das wir im Verlauf unserer Tagung sicher noch mehrfach zurückkommen werden. Und es ist hoffentlich, liebe Frau Professorin Kropp, eine günstige Überleitung zu Ihrem heutigen Vortrag mit dem Titel »Leben in der Risikogesellschaft«. Herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank für die nette Anmoderation und überhaupt für die Einladung zu Ihrer interessanten Veranstaltung. Dann werde ich mal meinen Bildschirm freigeben und hoffe, dass jetzt alle die Präsentation sehen können. Herr Mackert, Sie würden sagen, ja. Wenn dem nicht. Ja, das ist sehr gut. Wunderbar. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen heute das Leben in der Risikogesellschaft erkunden kann. Es ist immer schwierig, wo fängt man an, wo hört man auf, da ich ja nicht sicher sein kann, dass alle das schon vor 35 Jahren erschienene zentrale Werk von Ulrich Beck, die Risikogesellschaft, gelesen haben, habe ich mich entschieden, dazu doch noch ein paar Dinge zu sagen und werde dann von dort aus überleiten in die gegenwärtige Forschung zum Umgang mit dem Risiko der Corona-Pandemie. Und im Hintergrund habe ich natürlich immer auch das große Thema globale Erwärmung, Klimawandel. Was Sie aber vielleicht jetzt schon an meiner Folie sehen können, ist, dass ich interessiert bin, das sieht man jetzt an der Klimawandel-Darstellung vielleicht weniger, aber im Kontext der Darstellung, jetzt muss ich doch mal hier nochmal versuchen, das zu optimieren, geht natürlich nicht.
der Darstellungen zur Corona-Pandemie, dass so ein Risiko ja vieldimensionaler ist und nicht nur das Risiko beinhaltet der Erkrankung. Und das ist vielleicht so als ein Ausgangspunkt ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Ich werde folgendermaßen vorgehen. Ich werde erstmal das moderne Selbstverständnis mit Ihnen erkunden und vor dem Hintergrund natürlich auch diskutieren, inwiefern denn so etwas wie Klimawandel oder die Corona-Pandemie eine Zumutung für die Bürgerinnen und Bürger der modernen Gesellschaft ist. Dann werde ich ein bisschen in das Werk von Ulrich Beck nicht nur, aber vor allem einführen und seine zentralen Überlegungen zum Leben in der Risikogesellschaft aufgreifen und verknüpfen mit der aktuellen Risikoforschung und generell sozusagen einen Blick werfen in die Risiken und Nebenfolgen aus einer soziologischen Betrachtungsperspektive. Dabei wird uns auffallen, dass das Entscheiden in der Risikogesellschaft eine ganz besondere Aufmerksamkeit verdient und mit großen Herausforderungen verbunden ist. Insbesondere, wenn es sich um so entgrenzte Risiken handelt wie die der Pandemie und denen eigentlich eher begrenzte Problemlösungsmechanismen und Routinen gegenübergestellt werden, wie ich versuchen werde zu argumentieren. Dabei spielt das digitale Versprechen eine ganz große Rolle und deswegen ist mein Fazit, ob sich jetzt so ganz viel aus dem Umgang mit der Pandemie für den Umgang mit der globalen Erwärmung lernen lässt, auch etwas skeptisch aus. Lassen Sie mich anfangen mit dem modernen Selbstverständnis. Ganz wesentlich hat das Max Weber untersucht und auch beschrieben, vor allem natürlich, oder also ich konzentriere mich jetzt hier darauf, wie er es für die westlichen Gesellschaften beschrieben hat. Er hat die östlicheren durchaus auch untersucht und da eben eher eine Bruderschaftsethik festgestellt. Aber für den Westen hat er als zentralen Trend eigentlich den der Rationalisierung ausgemacht. Er hat also beobachtet, wie diese zutiefst moderne Form von Vernunft langsam Aberglauben und Schicksalsergebenheit verdrängt hat, sich die Gesellschaft von einem mythischen Verständnis und Denken, beispielsweise in Schuld, in Gemeinschaft, in Tradition verabschiedet hat und sich immer mehr der Rationalisierung zugewandt hat. Er hat dafür verschiedene Treiber identifiziert, auch natürlich das ist wahrscheinlich bekannt, der protestantischen Ethik, aber darauf will ich jetzt gar nicht im Wesentlichen eingehen. Insgesamt ist für Weber Rationalisierung ein sozialer Prozess, in dessen Rahmen alle Ressourcen, Handlungsprinzipien und Wissensbestände systematisch und in einer Weise geordnet werden, die auf die Berechnung und Beherrschung der Welt und des Lebens gerichtet ist. Also diese Rationalisierung ist die Vorstellung, durch einen immer rationaleren, vor allem berechnenderen Zugang Orientierung zu erhalten und daran eigentlich Handlungsoptionen auszuwählen. Mit diesem Fokus sind dann natürlich vor allem auch im Zuge der Aufklärung das wissenschaftliche Wissen immer wichtiger geworden, aber nicht nur in der Wirtschaft auch so eine rationale Zweckmittelkalkulation. Die hat sich nach und nach auch, Habermas beschreibt das, in dem Bereich des Privaten ausgedehnt und natürlich in der Bürokratie, eigentlich geboren im Militär, die Vorstellung einer regelbasierten Herrschaft. Es ist, glaube ich, ganz spannend, dass dieser Hintergrund natürlich auch unseren Umgang mit dem Klimawandel wie mit der Pandemie weiterhin prägt. Überwiegend glauben wir nicht an Geisterheiler, an lokale Sitten, feudale Vorgaben oder solche gemeinschaftlichen Heilsversprechen, sondern wir suchen die Vorschläge im Umgang mit der Pandemie, genau wie mit dem Klimawandel, in unabhängiger Expertise, in wissenschaftlicher Analyse, in sachlicher Abwägung. Dieses Versprechen der Rationalisierung durch immer bessere Einsicht und Beherrschbarkeit ist also seit Weber als ein wesentliches Merkmal des modernen Selbstverständnisses anerkannt und in dessen Kern steht der Glaube, dass man zwar nicht alles weiß, aber alle Dinge im Prinzip durch Berechnen beherrschen könne, wie er sagt. Lassen Sie mich doch das ganze Zitat eben einblenden. Es ist interessant, denn Weber unterschied schon vor 100 Jahren sehr klug zwischen einem faktischen Wissen und einem Glauben an Wissen. Also ich lese das mal vor und sehe schon gleich einen Tippfehler. Die zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung bedeutet also nicht eine zunehmende Kenntnis der Lebensbedingungen, unter denen man steht,
sondern sie bedeutet etwas anderes. Das Wissen davon oder den Glauben daran, dass man, wenn man nur wollte, es jederzeit erfahren könnte. Dass es also prinzipiell keine geheimnisvollen, unberechenbaren Mächte gäbe, die da hineinspielen. Dass man vielmehr alle Dinge im Prinzip durch Berechnen beherrschen könne. Das aber bedeutet die Entzauberung der Welt. Weber thematisiert also von vornherein die Ambivalenz, dass mit dieser Rationalisierung auch ein, wie er an anderer Stelle schreibt, stahlhartes Gehäuse der Hörigkeit einhergeht, also eine starke Regelbasierung, eine zunehmende, auch instrumentelle Vernunft, eine Ökonomisierung der Welt. In diesem Zuge gewinnt natürlich insbesondere das ökonomische Kalkül an Bedeutung und auch in dem Bereich, um den es uns heute geht, im Umgang mit den Risiken, spielt das sogenannte Risikokalkül eine ganz zentrale Rolle. Es ist, wenn Sie so wollen, bis heute in der Versicherungswirtschaft, aber auch in den Ingenieurwissenschaften eigentlich der leitende Ansatz. Es ist ein Versuch, sozusagen auch hier einen kostenbezogenen Vergleich verschiedener Handlungsoptionen durchzuführen, indem man eben das Produkt berechnet aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe. Diese Herangehensweise prägt uns, wie gesagt, in allen Bereichen und führt dazu, dass natürlich ein in gewisser Weise verkürzter Zweckrationalismus dazu führt, dass, also auch bis dahin führt, dass irgendwann ein Bürgermeister fragt, Sie wissen alle, wovon ich spreche, ob eigentlich der Schutz der Älteren tatsächlich so viel Rücksicht und Begrenzung der Jüngeren rechtfertige. Irgendwann in der fortschreitenden Pandemie gab es natürlich Debatten, wie denn das Sterbe- und Erkrankungsrisiko gegenüber den sich langsam zu immenser Höhe auftürmenden Umsatz- und Verdienstausfällen berechnet werden müsse, also welche Exportrückgänge, welcher Stillstand der Maschinen, ob das alles noch angemessen sei und eben auch aus rechtlicher Perspektive wurde die Verhältnismäßigkeit in Frage gestellt. Und das hat meinen Kollegen Stefan Messernich zu der Beobachtung geführt, dass eigentlich an dieser Stelle etwas auftaucht, was er für eine fortgeschrittene Risikogesellschaft für typisch hält, nämlich eine Rationalisierung sogar des Verhältnisses des Individuums zur Gesellschaft, in deren Rahmen diese Zweckmittelbetrachtung auf dieses Zusammenspiel übertragen wird und beispielsweise gefragt wird, was der Einzelne eigentlich zum Gelingen, zum Erfolg der Gesamtgesellschaft beiträgt. Und für ihn ist das auch im Kontext der Corona-Pandemie passiert, als quasi die Solidarität des Einzelnen eingefordert wurde, zum Schutz der Gemeinschaft, des Ganzen. Jede und jeder, schreibt er, ist dann aufgerufen, sich dem Ganzen unterzuordnen. In dem Ganzen selbst herrscht aber keineswegs allseitige Solidarität, sondern wie wir alle wissen, ist es so, dass wieder einmal dieses Risiko die Lebensbedingungen der einkommensschwächeren Gruppen stärker beeinträchtigt hat als die der einkommensstärkeren. Das Problem mit diesem Kalkül ist also, dass vor allem das in die Aufmerksamkeit gerät, was kalkuliert wird, was einbezogen wird. Das sind vor allem quantifizierbare Risiken. Es ist sehr viel schwieriger, so etwas, wie ich in meiner Bilddarstellung am Anfang angedeutet habe, wie häusliche Gewalt oder die Einsamkeit vielleicht der Gepflegten in den Pflegeheimen oder die versäumten Erfahrungen von Schülerinnen und Studierenden und Schülern zu berücksichtigen. Für den Umgang mit dem Risiko hat sich dieses Risikokalkül, hier streiten sich ein bisschen die Gelehrten, die einen sagen im arabischen Raum etabliert, die anderen sagen im italienischen, also im Seehandel der norditalienischen Städte, denken Sie an Venedig und Genua beispielsweise. Und es hat eben ermöglicht, so etwas wie einen Vorsorgestaat, François Ewald benutzt diesen Titel, einen Vorsorgestaat. Das heißt, man konnte ungefähr das Risiko abschätzen, indem man eine Eintrittswahrscheinlichkeit errechnet, eben dass so ein Schiff untergeht und den Schaden, den dann der Verlust der ganzen Ladung ausmachen würde, und konnte eine Schicksalsgemeinschaft darum oder eine Versicherungsgemeinschaft darum bilden, die diesen Schaden im Zweifelsfall kompensieren würde. Der Vorteil des Risikokalküls ist insofern, dass sich dieses Risiko überhaupt berechnen lässt und durch das Berechnen auch versichern lässt oder eben umlegen lässt.
und auch vergleichen lässt. Ich kann also verschiedene Handlungsoptionen vergleichen im Blick darauf, wie groß denn das dadurch entstehende Risiko ist. Also beispielsweise verteile ich meine Ladung auf viele Schiffe oder mache ich lieber ein großes. Das ließ sich dann erfahrungsgeleitet vergleichen. Der Nachteil ist, und dieser Nachteil spielt hier eine immense Rolle, und deswegen werden wir das Versicherungskalkül auch sofort verwerfen, dass es sich sehr schlecht eignet für sehr, sehr große, aber selten eintretende Risiken, wie eben das Risiko einer Pandemie oder diese ganz großen Dramen und Katastrophen in der Folge von Extremwetterereignissen, wie wir sie zuletzt im Westen Deutschlands gesehen haben. Warum? Weil es dazu nicht ausreichend Erfahrungswerte gibt. Also schon die Eintrittswahrscheinlichkeit ist schwer einzuschätzen. Sie können das auch daran beobachten, dass dieses frühere Jahrhunderthochwasser inzwischen längst ein Jahrzehnt- oder Jahre-Hochwasser geworden ist. Und dass die Schäden völlig unabsehbar sind, eigentlich gar nicht mehr kalkulierbar. Das ist aber nicht nur ein Nachteil, es bestehen weitere Nachteile, nämlich dass diese probabilistische Einschätzung natürlich auf einer Risikobewertung basiert. Man muss ja diese Schadenshöhe irgendwie beziffern und quantifizieren. Und in der Regel entfalten sich darum heftige Konflikte. Und da hat, komme ich schon das erste Mal auf Ulrich Beck, das Wort des Risikoantagonismus geprägt, also einer systematischen Konfliktsituation zwischen Entscheidern und Betroffenen. Die Entscheider, die beispielsweise vorhin wurde das Beispiel des Fliegens bemüht, also wir wissen ja, dass weltweit 2019 nur 3% der Gesamtbevölkerung der Welt geflogen sind. Also diese 3% entscheiden für sich, dass sie einen solchen Flug eben machen möchten. Die 97%, die nicht fliegen, in erster Linie weil sie zu arm sind, aus ökonomischen Gründen, sind aber zugleich diejenigen, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Und diese Konfliktsituation haben wir ganz häufig, dass die Entscheider und die Betroffenen systematisch auseinanderfallen und die Betroffenen, denken Sie an die untergehenden Inselstaaten oder an die Bewohner von Bangladesch, denen das Wasser buchstäblich schon bis zum Halse steht, die beurteilen natürlich die weiteren Emissionen von Treibhausgasen viel, viel kritischer, als wir das vielleicht in unseren verhältnismäßig trockenen Wohnstuben tun. Also wir haben auch noch diese Bewertungskonflikte, die dieses Risikokalkül schwer handhabbar machen. Dann, wenn diese Wertsetzungen so auseinanderlaufen, ergibt sich etwas, auf das Andreas Reckwitz hingewiesen hat, das auch ich thematisiert habe und das auch schon bei Ulrich Beck eine ganz große Rolle gespielt hat, nämlich die Risikopolitik, das eigentlich die Risikodiskurse, die Konflikte, wie das Risiko zu bewerten ist, welche Vorsorgemaßnahmen zu treffen sind, welche Aspekte, also welche Folgen, welche Variablen dabei einbezogen werden sollen und welche man ausblenden kann, sehr lange diskutiert werden. Das könnte, also für Ulrich Beck war das ein Urquell der Demokratie, das ist auch ein Originalzitat, er hat das als eine Möglichkeit gesehen, sich über ganz vieles Gedanken zu machen. Und das ist natürlich der Hintergrund auch vieler Errungenschaften. Wir verdanken ihm, wenn Sie so wollen, beispielsweise die Sozialversicherungssysteme, die irgendwie eine Antwort waren auf das Risiko, arbeitslos zu werden oder schwer zu erkranken. Wir verdanken diesen Konflikten auch den TÜV, als immer mehr Kessel in die Luft geflogen sind und die Schäden immer größer waren, in Deutschland ganz besonders dann in Mannheim. Da hat man gesagt, wir müssen da etwas finden, um dieses Risiko kontrollierbar zu machen. Wir verdanken ihm die Einrichtung der Technikfolgenabschätzung, der Umweltverträglichkeitsprüfung. Und jetzt fragen wir uns, was verdanken wir ihm im Fall der Pandemie? Was haben wir gelernt im Umgang durch die Pandemie? Das ist natürlich eine Frage, die ich weiter verfolgen möchte. Meine Diagnose ist, dass diese typisch moderne Herangehensweise, Dinge vor allem rational und zahlenbasiert kalkulieren zu wollen und das Handeln in der Berechnung zu fundieren, zu einer Illusion der Kalkulierbarkeit während der Pandemie geführt hat und nicht nur zu einer Illusion der Kalkulierbarkeit, sondern auch noch, darauf komme ich dann im Weiteren, zu einer Einschränkung der Betrachtungsperspektive, die ganz wesentlich durch die digitalen Denkwelten geprägt waren, die nämlich eine Fortsetzung der
Rationalisierung sind. Also das ist eine intensive Form des Glaubens an die Berechenbarkeit, an das Glaubens daran, zahlenbasiert und durch das möglichst minütliche in Echtzeit, Big Data fundierte Messen zu eindeutigen Handlungsanweisungen zu kommen. Wir wissen, dass die Corona-App nicht den Erfolg gebracht hat, den man ihr am Anfang zugetraut hat. Sie hat ganz sicher viele Infektionsfälle verhindert, aber nicht das, was vor ihrer Einführung versprochen wurde. Und wir wissen auch, dass diese ganzen digitalen Darstellungen, ich habe jetzt eine sehr frühe aus einer Veröffentlichung von einem chinesischen Infektionsbiologen hier einkopiert, der hat sozusagen den Verlauf der italienischen mit der chinesischen Pandemie simuliert und versucht, daraus zu lernen. Und das ist ein ganz schönes Beispiel, weil Tote tauchen nämlich nur in der italienischen Betrachtung auf, weil es in China keine gegeben hat. Und das ist vielleicht ein erster Hinweis, dass natürlich auch diese Zahlenfundierung nicht über jeden Zweifel erhaben ist, sondern durchaus situiert. Schauen wir uns das mal genauer an. Also in der Risikoforschung wird natürlich viel mit diesen kalkulierbaren Schäden und den zurechenbaren Verantwortlichkeiten argumentiert. Wir haben aber gesehen, dass dabei diese ganzen Faktoren von Wahrnehmungsmustern und die soziale Bewertung oftmals außen vor bleiben. Also eben, was passiert beispielsweise, wenn man sagt, Begegnung ist riskant, es dürfen sich daher nur noch Haushalte begegnen. Das war ja in der Höchstphase der Ausgangsbeschränkungen, also in der Hochphase der Ausgangsbeschränkungen im Sommer 2020 der Fall. Aber dabei völlig außer Acht lässt, dass manche Haushalte eben getrennt zusammenleben oder dass nicht jeder Haushalt so eine häusliche Gemeinschaft ist. Oder dass man zwar sich auf den Haushalt begrenzen kann, aber ganz viele Arbeitswelten so sind, und zwar insbesondere die Arbeitswelten derjenigen, die am heftigsten von der Pandemie betroffen waren, nämlich natürlich im Gesundheitsbereich, auch in der Logistik, auch wie wir gesehen haben in der Fleischverarbeitung, dass die überhaupt nicht dementsprechend geschützt werden können. Also was passiert, wenn man versucht, einen Umgang mit einem so komplexen und vielseitigen und großen Risiko wie dem der Pandemie eigentlich in sehr wenigen Kernzahlen zu basieren? In diesen Modellen und diesen Simulierungen sind das immer die susceptible, also die, die noch angesteckt werden können, die infectious, SIR oder SIR heißt es, S-I-R, also die, die schon infiziert sind, und removed, diejenigen, die genesen oder verstorben sind. Da hilft es, wenn man sich zunächst mal interessiert dafür, was genau ist eigentlich dieses Risiko. Da hat Niklas Luhmann eine sehr hilfreiche Unterscheidung eingeführt. Nämlich hat er dargestellt, dass das Risiko nicht das Gegenteil von Sicherheit ist, weil Sicherheit gibt es natürlich nie, sondern Risiko ist der Gegenbegriff zu Gefahr. Warum? Das Risiko wird kalkuliert. Entscheider, die über eine Handlungsmaßnahme oder über eine Option eine Entscheidung treffen, kalkulieren das Risiko und treffen diese Entscheidung. Im Gegensatz dazu, eine Gefahr ist etwas, was aus dem Off kommt und vor dem man sich nicht schützen kann. Das bleibt also ungesehen, wird eher nicht kalkuliert, und während Risiken eben die Folge einer bewussten Entscheidung bei kontingenten Handlungsfolgen sind. Und auch hierzu möchte ich Ihnen Niklas Luhmann, weil es nett ist, direkt zitieren: Wenn es Regenschirme gibt, kann man nicht mehr risikofrei leben, schrieb er. Die Gefahr, dass man durch Regen nass wird, wird zum Risiko, das man eingeht, wenn man den Regenschirm nicht mitnimmt. Aber wenn man ihn mitnimmt, läuft man das Risiko, ihn irgendwo liegen zu lassen. Das heißt, das Risiko setzt eigentlich immer schon einen Handlungsspielraum voraus, eine Optionenvielfalt und auch eine Kenntnis dieser Optionenvielfalt. Auch bei Beck war das Risiko die Antizipation der Katastrophe. Diese Antizipation war aber, wie ich schon gesagt habe, bei ihm immer auch mit Konflikten verbunden. Und in diesen Konflikten hat er eben eine ganz wichtige gesellschaftsverändernde Kraft wahrgenommen. Herr Mackert hat in seiner Einführung davon berichtet, dass diese Reihe, in der auch mein Vortrag stattfindet, sich damit auseinandersetzt, wie diese großen Unsicherheiten eigentlich Veränderungen in der Gesellschaft auslösen. Und da kann man das hier ganz klar festmachen. Da ist natürlich, das war eines der wesentlichen Themen von Ulrich Beck, dass eben diese großen Unsicherheiten, insbesondere der ökologischen Gefährdungen durch
giftige Stoffe, durch die ganze Atomenergie, die Nukleartechniken, durch Gentechnik, dass die eben durch ihre kontroverse Bewertung, ihre Umstrittenheit und indem sie das Leben selbst eigentlich zum Experiment machen, die Veränderung treiben, weil der Konflikt oder die Debatten darüber wie eine Art Subpolitik die Institutionen von innen aushöhlen und infrage stellen. Deshalb kommt bei Beck den Nebenfolgen und ihrer Berechnung eine ganz zentrale Aufmerksamkeit zu. Dabei ist es spannend, da genau hinzuschauen. Was sind bei ihm Nebenfolgen? Er spricht da oder sprach an manchen Stellen vom blinden Passagier der Industriegesellschaft. Die entstehen nämlich immer dort, wo das moderne Fortschrittsstreben eigentlich ganz besonders erfolgreich ist. Also Wachstum und Produktivität heizen den Energiehunger der Welt an. Immer mehr fossile Brennstoffe werden verfeuert. Gleichzeitig wird Fleisch zu einem Alltagsgericht. Die Nutztierhaltung entwickelt sich im industriellen Maßstab und mit weltweiten Lieferketten, die dann langsam zum Standard werden. Der Rubel rollt, könnte man sagen. Wohlstand für alle scheint in greifbarer Nähe. Aber auf der Hinterseite kumulieren nach und nach diese treibhausrelevanten Gase, Kohlendioxid, Methan, andere, und stellen eigentlich alle Errungenschaften, alle Erfolge mit ihren Langzeitfolgen der globalen Erwärmung wieder in Frage. Diese Risiken, diese Nebenfolgen bei Ulrich Beck entstehen eben unkontrolliert und unkalkuliert, gerade als Ergebnis einer vorangetriebenen Rationalisierung, Arbeitsteilung und natürlich auch einer fortschreitenden Domestizierung der Welt, also einer immer weitergreifenden Unterwerfung auch der natürlichen Mitwelt und der nichtmenschlichen Spezies unter das menschliche Kalkül. Er hat herausgestellt, dass diese Risiken zeitlich, sachlich und sozial so entgrenzt sind und die modernen Siege sozusagen auflösen, dass sie überhaupt nicht mehr mit diesem Risikokalkül behandelbar sind. Zeitlich, für ihn war das Beispiel Tschernobyl, für uns ist es ein schönes Beispiel Fukushima. Auch hier lässt sich wieder sagen, dass noch gar nicht alle Geschädigten dieser Katastrophe geboren sind. Sozial, wir haben schon über den Konflikt zwischen Entscheidern und Betroffenen gesprochen. Aber das ist natürlich nicht der einzige, sondern wir haben eben gerade, also das Risiko lässt sich sozial nicht mehr auf eine Gruppe begrenzen. Im Fall der Corona-Pandemie haben wir gesehen, dass die Erkrankungen zuerst in den eher wohlhabenden Großstädten aufgetreten sind, beispielsweise die ersten Fälle in Deutschland in München, wo nämlich eine große Mobilität auch herrscht und dann von dort aus sich in das Land ausgebreitet haben. Das war besonders dramatisch zu sehen in Indien. Auch dort hat es erst die Großstädte erwischt und dann sind aber diese ungesicherten Arbeiter zurück in ihre Länder reingewandert und haben das Virus mit einer immensen Geschwindigkeit in Gebiete getragen, wo eigentlich noch weniger Infrastruktur zu seiner Überwindung bereitstand. Auch sachlich sind die völlig entgrenzt. Es fängt an mit einer Pandemie. Das scheint vor allem ein Krankheitsrisiko zu sein. Und dann, wie typisch für systemische Risiken, haben wir diese Kaskadeneffekte und es breitet sich aus in den ökonomischen Bereich, in den Bereich der Lebenserwartungen, der biografischen Ziele, der Karriereverläufe. Es breitet sich heute aus auf einmal in den Zusammenbruch der Lieferketten. Dadurch, dass jetzt überall gleichzeitig die Wirtschaft wieder anläuft, ist die Nachfrage nach Mikrochips und Halbleitern immens gestiegen und auf einmal wird uns das zum Problem. Und eben, was er auch ganz stark herausgestellt hat, dass diese neuen Risiken vom Nichtwissen können, auch vom Nichtwissen wollen und sollen, wie er gesagt hat, geprägt sind, von einer Ambivalenz, von hergestellter Ungewissheit und eben nicht kompensierbar. Und dass diese Eskalation eigentlich erzeugt wird vor dem Hintergrund des weiterhin verfolgten Wachstums- und Fortschrittskonsenses, der dem Kontrolloptimismus unterliegt. Also der meint, er könnte das alles rational berechenbar machen und beherrschen und ein funktionierendes Risikomanagement sei möglich. Demgegenüber haben die Autoren der sogenannten reflexiven Modernisierung, das ist eine Beschreibung der Gegenwartsgesellschaft, allen voran Ulrich Beck, aber auch Wolfgang Bons, den Sie morgen kennenlernen werden, oder Christoph Lau, immer herausgestellt, dass diese Risikogesellschaft ihre eigenen Grundlagen auflöst. Also dass diese folgenblinden Wachstumsbeschleunigungsmaximen aus längerfristiger Perspektive mehr Schaden als Chancen riskieren. Dass der Nationalismus
gar nicht das geeignete Gefäß ist, um diese Risiken zu bearbeiten, die ja an den Nationengrenzen nie Halt machen, und dass die Globalität und die Vielschichtigkeit dieser Risiken eben mit diesem Managementkonzept des Kalkulierens gar nicht einzufangen ist. Es kommt ein weiteres hinzu: Unsere Gesellschaften sind immer pluraler. Die Risiken unterlaufen und lassen schon diese Entscheidungsroutinen zerfallen, weil man nicht mehr weiß, gilt weiterhin das Wachstumsgesetz, gilt weiter der Fortschrittskonsens, ist der Einstieg in die künstliche Intelligenz das ganz normale weiter so, die Lösung der Probleme von morgen, oder welche Risiken sind eigentlich in ihrem Schatten, in ihrem Schlepptau zu erwarten. Es entsteht so etwas, Ulrich Beck hat das dann in den späteren Jahren als Kosmopolitisierung bezeichnet. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Kosmopolitismus, einem von oben getriebenen normativen Konzept des Universalismus und weltweiter Menschenrechte, sondern dieser Kosmopolitisierung kommt von unten, von innen, auch von der Zivilgesellschaft, und stellt eben die herrschenden Routinen in Frage und greift eigentlich diese Brüchigkeit des der Wertekonsense auf. Darüber hat in der Tradition von Foucault auch Michel Dien viel geschrieben und eben gezeigt, dass man gar nicht auf diese Solidarität, die jetzt auch in der Corona-Situation von uns eingefordert wurde, problemlos zurückgreifen kann, sondern dass überall dort, wo ein amtlich verordneter und wissenschaftlich propagierter Konsens die Frontstellung zu alternativen Denkwelten sich erhärtet. Und ich glaube, genau das haben wir im letzten Jahr erlebt. Wir haben dann auf einmal ein ganz merkwürdiges Phänomen des Querdenkens beobachtet, das mit dieser Zumutung in einer für die Mehrheit nicht akzeptablen Weise umgegangen ist, aber das irgendwo dem Problem Ausdruck verschafft hat, dass also so eine Art Widerstand gegenüber einem vermeintlichen Konsens und eine vermeintliche Solidarität problematisiert hat, die gar nicht alle eingeschlossen haben. Da kommen wir auf den letzten Punkt. Bruno Latour hat schon immer gesagt, dieses Kontrollieren, dieses Reinigen, das ist eine moderne Fiktion. Unter dieser Fiktion, dass wir Bestimmtes einbeziehen und anderes ausblenden, dass wir eben die Werteproblematik nach außen verschieben, die ökologischen Folgen nach außen verschieben. Unter dieser Reinigungsarbeit geht unverändert die Vermischung und das Ausbreiten von hybriden Ketten weiter. Und das heißt, jenseits dieser ganzen Fiktionen, die auch die Corona-Pandemie geprägt haben, also Reproduktionszahlen, Risikogruppen, Teststrategien, sind die riskanten Zusammenhänge eigentlich permanent weitergekrochen und auch irgendwie eskaliert, sodass irgendwann Beschäftigungsformen auf dem Prüfstand standen, in der Fleischindustrie, in der Logistik, natürlich voran im Gesundheitswesen, dass Regierungen ins Wanken geraten sind über ihre mehr oder weniger gut gelungene Corona-Politik, dass der Föderalismus in Deutschland noch einmal hinterfragt wurde, dass der Digitalisierungsgrad deutscher Schulen offensichtlich ein weiteres Mal problematisiert wurde und so weiter und so fort. Deswegen lohnt sich es nochmal genauer anzuschauen, wie eigentlich dieses Entscheiden in der Risikogesellschaft passiert. Das möchte ich jetzt mit Ihnen tun. Wir haben jetzt also hier ein kleines Männchen, das sich überlegt, wie ist das mit diesem Coronavirus, wie groß ist das Risiko, wie gehen wir damit am besten um? Es ist völlig unklar, welche Bevölkerungsgruppen es im Moment tragen. Am Anfang war unklar, gehören Kinder zum Infektionsgeschehen oder gehören sie nicht? Und vor dieser Unklarheit hat man sich trotzdem entschieden, obwohl zu keiner Zeit mehr als 1% der Bevölkerung infektiös war, die gesamte Bevölkerung oder nahezu die gesamte Bevölkerung in diesen Ausnahmezustand zu versetzen, auf den Herr Mackert einleitend eingegangen ist, also die Ausgangs- und die Begegnungs- und die Reisebeschränkungen. Das heißt, man hatte eine gewisse Unsicherheit, die konnte man schlecht einschätzen, und dann hat man eigentlich einen maximalen Lockdown beschlossen
ohne zugleich zu wissen, wie man den wieder auflöst. Und dabei hat man sich vor allem auf diese simulierten Ausbreitungen verlassen, die immer gezeigt haben, wie exponentiell die Kurven steigen, und hatte diesen Diskurs des Flatten the Curve, also unbedingt unter dieser Linie halten, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Das ist ein typischer Fall, mit dieser Steuerungsproblematik in der Risikogesellschaft umzugehen. Also ich habe eine Risikowahrnehmung, die ist mit Unsicherheiten behaftet. Ich müsste jetzt eine Entscheidung herbeiführen, welche Handlungsmaßnahmen die richtigen sind. Wäre keine Optionalität da, könnte ich also nicht verschiedene Maßnahmen ergreifen, wäre es kein Risiko, sondern eine Gefahr, dem man eben ausgeliefert ist, also wirklich ein Schicksal. Wenn es aber diese Optionalität gibt, dann habe ich genau diesen Mechanismus. Ich erlebe Handeln unter Unsicherheit als dominante Wahrnehmung in der Risikogesellschaft. Das war eben, was Ulrich Becks Risikogesellschaft und vor allem die Weltrisikogesellschaft dann herausgestellt hat. Also auch diese Wahrnehmung in ganz anderen Bereichen, Migration, Finanzrisiken, Terrorismusrisiken. Die Gesellschaft wird sich zunehmend selbst zum Thema und Problem, hat er gesagt. Und das richtige Entscheiden wird immer stärker begründungs- und legitimationspflichtig. Es entstehen Konflikte über den richtigen Umgang der Optionalität. Und diese Risikokonflikte sind eine Lernchance und entwickeln die Gesellschaft weiter. So. So weit, so gut. Jetzt haben wir aber gesehen, dass im ersten Jahr der Corona-Pandemie gar nicht so viele Konflikte über die Handlungsmaßnahmen bestanden haben, sondern offensichtlich hat sich die Bevölkerung relativ einhellig unter diese Ausgangsbeschränkungen oder mit denen abgefunden. Erst langsam sind dann die Corona-Proteste und Konflikte hochgefahren. Und das, obwohl die Konflikte, so die Diagnose, gar nicht wirklich als Lernchance genutzt wurden, sondern anstatt diese reflexive Verständigung und dieses demokratische Aushandeln unter Anhörung der vielen Perspektiven zu betreiben, hat man sich ja sehr schnell auf eine Exekutive vor Legislative, also klassischer Ausnahmezustand, geeinigt und Entscheidungen auf der Basis von sehr wenig Wissen, zumindest temporär akzeptiert, die eher eindimensional sich nur auf das Erkrankungsrisiko gerichtet haben. Das ist interessant, weil in der Risikoforschung gilt das eigentlich als nicht erfolgsversprechender Modus, vor allem nicht für diese Risiken. Was Sie jetzt hier sehen, das ist ein Modell des Risikomanagements, das Ortwin Renn zusammen mit dem IRGC in Genf, dem International Risk Governance Council, entwickelt hat, 2005, und das sich als ein integrativer Ansatz der Risk Governance verspricht, der einen strukturierten Prozess, Sie sehen hier diesen Prozess, vorschlägt, um die klassischen Elemente der Risikoabschätzung, Risikobewertung, Risikomanagement, Risikokommunikation genauso zu behandeln, wie die artikulierten gesellschaftlichen Bedenken und die Laienrisikowahrnehmung. Also ein wirklich partizipativer Ansatz. Man kann sagen, dieser Vorschlag der Integration von technischen und gesellschaftlichen Perspektiven hat damals darauf gezielt, Konflikte zu entschärfen, indem man mehr Transparenz, mehr Offenheit ermöglicht und vor allem eine partizipative Teilhabe der Betroffenen in den Prozess einorganisiert. Für die Autoren dieses integrativen Ansatzes der Risk Governance war die entscheidende Frage, wie sieht es eigentlich um das Wissen aus? Also welches Wissen liegt zu diesen jeweils behandelten Risiken vor? Also die Kategorisierung oder die Risikokarakterisierung in Bezug auf ihr Wissen ist ein ganz entscheidender Baustein dieses Ansatzes. Und das sieht so aus, dass überall dann, wenn die kausalen Zusammenhänge, wie jetzt hier ganz links, eindeutig sind und also man genau über Ursache und Wirkung Bescheid weiß, dann spricht man von einem simplen Risiko, dann ist eigentlich klar, wen man einbeziehen muss, nämlich eher internes Fachpersonal, also Behörden, Vertreter oder Experten, und die auf der Basis der eingangs vorgestellten statistischen Risikoanalyse des Risikokalküls eben einen Maßnahmenvergleich machen und Handlungsoptionen vorschlagen. Sind es aber komplexe Risiken mit ganz vielen verschiedenen intervenierenden Variablen, wird das schon etwas komplizierter und man braucht auf alle Fälle eine erweiterte interdisziplinäre Betrachtung, weil ja sehr viele verschiedene Bereiche und verschiedene Einflussfaktoren und Wirkungsebenen zu berücksichtigen sind.
Das ist also eine Situation, in der man Fachpersonal und externe Experten verschiedener Disziplinen für die Maßnahmenentwicklung zusammenbringen muss. Noch schwieriger wird es, wenn die Maßnahmen ambivalent zu beurteilen sind, wie wir das in der Corona-Pandemie hatten. Der Lockdown ist zwar prima in Bezug auf die Ausbreitung, aber eben nicht so gut, wenn es um die Erfahrungen gerade der jüngeren Schulkinder geht, aber auch der Studierenden oder wenn es um die Überlebensmöglichkeiten des Einzelhandels oder überhaupt die Innenstädte geht. Also das ist viel Ambivalenz drin. Jetzt kann man es ist ein unsicherheitsgeleitetes Risikomanagement forderlich aus der Perspektive von Nordwien-Renn, die noch mehr prozedurale Befassung erfordert und erst recht gilt das, wenn die Risiken auch noch mit unsicherem Wissen und verschiedenen Bewertungen, konkurrierenden Bewertungen ausgestattet sind, dann brauche ich das große Arsenal der Partizipation. Und ich denke, Sie sehen schon das Problem. Wir hatten in Deutschland im Umgang mit der Pandemie eine Herangehensweise, oder sagen wir mal, diese Herangehensweise war vor allem in der ersten Phase bis etwa Mitte 2020 ganz dominant, die eigentlich nur geeignet ist für simple Risiken, nämlich eine Entscheidungsfindung im engen Kreis einer kleinen, monodisziplinären Expertenschaft. Das ist interessant, das hat mich eben schon 2020 bewegt und auch zu diesem Artikel geführt, auf den Herr Mackert nochmal verwiesen hat. Wie konnte das eigentlich kommen, dass wir, obwohl wir so viel Risikoforschung haben und so lange uns mit den angemessenen Formen und den demokratietauglichen Formen des Risikomanagements auseinandersetzen, wie konnte das eigentlich kommen, dass wir mit so einer Tunnelperspektive auf dieses Risiko zugegangen sind? Und da lässt sich ja noch sehr viel mehr dazu sagen, inwiefern es eine Tunnelperspektive war. Das muss ich jetzt hier abkürzen. Und inzwischen ist ein Bericht vorgelegt, der darauf eine Antwort gibt, also den ich jedenfalls sehr aufschlussreich finde. Es handelt sich um das Projekt Crisis Knowledge Politics an der Harvard University unter Leitung von Sheila Jasanoff, einer sehr renommierten Wissenschaftsforscherin, die in einem Projekt mit unter anderem Silke Beck von der TU München und Andrew Sterling aus Großbritannien und weiteren untersuchen wollte, wie das funktioniert, Wissen, Nichtwissen und Transformationsprozesse. Also genau genommen die Frage, die die gesamte Veranstaltung prägt, Umgang mit Unsicherheit, Veränderung. Ja, auch dieses Projekt hat sich dieser Frage gestellt. Und dann ist die Corona-Krise als willkommenes Untersuchungsbeispiel betrachtet worden. Und so hat man, zudem war das Projekt auch mit einer politikberatenden Funktion ausgestattet, so hat man also die ersten 5 Monate der Corona-Krise relativ weltweit verglichen und hat 3 Formen der Reaktion gefunden, die als Konsens, Konflikt or Control beschrieben haben. Und in Deutschland ist eben so in der Analyse die konsensorientierte Herangehensweise die dominante gewesen. Oder sagen wir mal, Deutschland ist sogar der Paradefall für diese konsensorientierte Herangehensweise. Ich habe Ihnen hier, jetzt muss ich hier wieder hingehen, das Zitat auch herausgeschrieben aus dem Bericht, die wissenschaftliche Legitimation von politischer Alternativlosigkeit. So haben die diese konsensorientierte Umgangsweise beziffert und sich mit der Rolle von Expertinnen in der deutschen Corona-Politik auch detaillierter auseinandergesetzt und insbesondere auch die etwas gegenläufigen Bewegungen von Leopoldina und Ethikrat beleuchtet, aber ganz allgemein dieses autoritative Sprechen der Wissenschaft in einer genaueren Analyse unterzogen. Dabei kommen sie zu einem Urteil von Politics takes a backseat to policy. Also man hat sich der politische Streit ist auf den Rücksitz des Politikgeschäfts verfrachtet worden. Man hat eigentlich ganz stark auf eine konsensorientierte Schicksalsgemeinschaft die Politik basiert. Die Menschen haben ihre Differenzen vorübergehend beiseite gelegt und alle politischen Maßnahmen für das Gemeinwohl, das Leitbild der nationalen Schicksalsgemeinschaft, zurückgestellt, schreiben die Autoren. Es sei eine wissenschaftlich legitimierte Sachzwangpolitik gewesen. Und das Problem dabei, das Sie identifizieren, und das ist genau das Problem, das eigentlich auch Ulrich Beck schon hätte identifizieren wollen,
Es wurden Lernchancen vergeben. Also vermeintliche Autoritäten, die sicherlich Expertise ohne Ende haben. Also ich will die Expertise und die Autorität der Virologen und Epidemiologen und so fort überhaupt nicht in Frage stellen, aber sie haben eben Expertise über einen eingeschränkten Handlungsbereich. Also die haben mit dieser begrenzten Expertise sozusagen das politische Ruder übernommen. Sie haben auch wissenschaftliche Autorität sehr schnell zentralisiert. Sie haben das vielleicht noch in Erinnerung. Es gab dann so ein bisschen einen Streit zwischen den Virologen, aber sehr schnell war einer als der Gewinner hervorgegangen. Man hat auch Expertentum zentralisiert, eben beispielsweise in der Leopoldina. Die hat sich sehr bald geeinigt, mit einer Stimme zu sprechen und dann eigentlich mehrere Empfehlungen nur additiv nebeneinander gestellt, die in gewisser Weise im Konflikt zueinander standen, aber das wurde nicht weiter aufgelöst. Der Staat konnte dadurch mit der Rückendeckung dieser politisch autorisierten Expertise zu einem Interventionsstaat werden, der das alternativlose, wissenschaftlich vorgegebene Risikomanagement im Ausnahmezustand allein bestimmt. Sie wissen, ganz schnell gab es nur noch dieses Ministerpräsidententreffen mit der Kanzlerin. Soziale Ungleichheiten haben sich vertieft, weil die Perspektiven vieler Personen, zu Beginn übrigens auch aller Frauen, überhaupt nicht angemessen repräsentiert waren. Und für diesen konsensorientierten Weg gilt eben Deutschland neben Frankreich, aber ganz besonders Deutschland als Paradefall. Es hat auch andere gegeben. Zu einer ähnlichen Diagnose kommt Alexander Buckner, ein Kollege von der Akademie der Technikfolgenabschätzung in Wien. Der sagt, die Macht des Wissens gefährdet die Demokratie und hat das Ähnliche eigentlich herausgearbeitet und kritisiert, dass die politische Krise als Wissensproblem allein gelöst werden wurde und dass sogar die Parteipolitik als Wissenspolitik betrieben wurde. Er zeigt auf, dass immer auf die Macht der Evidenzen verwiesen wurde, dass dabei aber die mit dem Wissen verbundene Wertsetzungen oder auch die Marginalisierungen und Ausblendungen, was dabei also nicht mitverhandelt wurde, keine Aufmerksamkeit erfahren hat, so wie wir das eigentlich kritisch an einer Technokratie oder an einer Expertokratie bemängeln würden. Vielmehr sei der Expertenkonsens als Substitut für die Wahrheit und politische Entscheidungsfindung genommen worden. Noch weiter ginge der Schweizer Kaspar Hirschi, den habe ich Ihnen hier nicht auf die Folie geschrieben, aber es ist sehr interessant, den zu lesen. Vielleicht googeln Sie das mal. Ich kann darauf auf Nachfragen eingehen, aber ich spute mich jetzt mal lieber und mache hier weiter. Was ist jetzt die Ursache dieser reduktionistischen Herangehensweise? Das war ja eine der Fragen, die mich auch selbst umgetrieben hat. Und es zeigt, die Ursache ist ganz wesentlich das digitale Versprechen, das eben auch wieder eine besondere Form dieses Berechnungs- und Kalkulationsversprechens ist und auch dieses Versprechens einer höheren zahlenbasierten Objektivität. Sehr schön haben das Nicole Zillien und Nico Wettmann herausgearbeitet. Deswegen möchte ich gerne auf ihren Artikel der experimentelle Denkstil in der Corona-Krise verweisen. Die haben nämlich gezeigt, dass die quantifizierte Wissenskommunikation zweifach war. Also es hat sich, sagen Sie, so eine Art experimenteller Denkstil ausgebreitet, bei dem es nicht darum ging, wie üblicherweise bei einem Experiment, Hypothesen oder Annahmen zu testen, sondern vielmehr hat man im Machen und Ausprobieren eigentlich die Gesellschaft insgesamt zum Experiment gemacht. Man hat die epistemischen Dinge, wie wir das aus einer bestimmten wissenschaftstheoretischen Perspektive sagen würde, auf den Prüfstand gestellt. Dabei haben digitale Medien, wie sie herausarbeiten, eine doppelte Rolle gespielt, nämlich sowohl in der Wissenskommunikation als auch in der digitalen Wissensherstellung und haben in beiden Rollen, sowohl in der Kommunikation, Sie haben alle diese Bilder vor Augen, die wir monatelang gesehen haben, als Objektivitätsgenerator, das ist auch ein Wort von Zillien und Wettmann, fungiert. Das trug dazu bei, dass Zahlen und Zeichen, die haben ja schon immer eine besondere Aura der Autoritativität und eine technisierte Wissensherstellung, also das ist eine vermeintlich neutrale Wissensherstellung. Niemand kann ja in die Simulation eingreifen, ist sozusagen das Argument, es werden einfach die Daten erfasst und aus diesen Daten lässt sich dann eben umstandslos ableiten, welches die richtigen Maßnahmen sind, um to flatten the curve, um unter dieser bedrohlichen Kurve zu bleiben.
Zillian und Wettmann arbeiten heraus, dass auch die Abstraktheit der entstehenden Grafiken deren Überzeugungskraft sogar noch erhöht hat, weil sie eine Orientierung suggerieren, die die komplexe Realität gar nicht bieten kann mit ihrer Vielschichtigkeit und den vielen Aspekten, die zu berücksichtigen werden. Das hat dann die Gesellschaft als Ganze, wie Sie schreiben, in den Modus des Sichtfahrbetriebs versetzt, in dem punktuelle Evidenzen an die Stelle des politischen Entscheidens getreten sind. Es gibt viele weitere Texte, die man da heranziehen kann. Ich selber habe eben auch ein bisschen dazu geforscht, wie also diese Quantifizierung einherging mit einer verringerten Wahrnehmung von Kontingenz und Komplexität, aber Vergleiche forciert haben. Vielleicht erinnern Sie sich, eine ganze Weile bis heute übrigens, werden dann oft in so Rankings die Toten der verschiedenen Länder verglichen und dann sagt man, ah, Deutschland ist ja ganz gut dabei weggekommen und wir sind ja immer noch besser, also das ist ja dann in vielerlei Hinsicht zu relativieren, wenn man es auf die Bevölkerungszahl etc. bezieht. Aber dann werden irgendwann absolute Todeszahlen verglichen oder man schaut sich an, wie sieht es denn jetzt aus mit der 7-Tage-Inzidenz, mit der Hospitalisierungsquote. Gott sei Dank, die ist ja in Frankreich noch viel schlechter als bei uns. Also diese Art des Risikomanagements zersetzt natürlich auch die europäische Solidarität und auch den Blick über diese kurzfristigen Erfolge hinweg. Es gibt Untersuchungen, welche Rolle Apps und Tests dabei gespielt haben als Schiedsrichter in diesen sehr eindimensionalen Bewertungsprozessen. Und immer häufiger wird der Verdacht formuliert, dass die Polarisierung zwischen auf der einen Seite ganz technokratischen und auf der anderen Seite populistischen Begründungen von Entscheidungen das Ergebnis dieser sehr eindimensionalen Betrachtung sei. Dann bleibt eigentlich nur zu fragen, wie sieht das aus mit der Digitalisierung? Ist das eigentlich die Wiederkehr der modernen Hoffnungen? Warum glauben wir in diesem wie auch im klimabezogenen Fall so oft, dass die Digitalisierung eine bessere Erkenntnis liefert? Ist das eine Datenfundierung, die so verlässlich scheint, ist, wie sie scheint? Garantieren maschinelles Lernen, Deep Learning, künstliche Intelligenz eine unbestechliche Analyse, wie das oft wahrgenommen wird? Sind Automated Decision Making Systems eine Garantie für bessere Entscheidungen, weil sie eben nicht willkürlich sind, vermeintlich dem sozialen Machtkampf, dem Konflikt unterschiedlicher Bewertungsperspektiven entzogen sind? Und da können wir jetzt, das sind die roten Punkte mit Blick in die Wissenschaftsforschung, aber auch in die Critical Data Studies sagen, so ist es nicht. Auch digitales Wissen ist situiert. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Algorithmen zugrunde liegen, welche Daten berücksichtigt werden, welche Daten nicht berücksichtigt werden. Daten sind notwendigerweise selektiv. Sie sind auch tendenziell konservativ, weil gerade maschinelles Lernen an alten Datensätzen trainiert wird, das ganz häufig gerade systematisch Minderheiten ausblendet oder eben politisch weniger gut repräsentierte Bevölkerungsgruppen. Es gibt eine endlose Literatur. Ich habe jetzt hier nur ganz wenig zitiert, weil ich auch zugegeben etwas unter Zeitnot war, die über die Social Power, also die Macht von Algorithmen und Datensammlungen informieren. Und es gibt eine langstehende Tradition, die darauf schaut, wie dieses kalkulierende, quantifizierende Herangehen eigentlich die Vielfältigkeit von Beziehungen und Relationen ausblendet, um den Preis, dass so komplexe Geschehen wie der Klimawandel dann in einfachen Kurven dargestellt werden, aber es erschweren eine kontextsensible und auch pluralitätstolerante Entwicklung von Maßnahmen zu formulieren. Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und bin an meinem Ende und stoppe die Präsentation. Mache ich das? Vielen Dank, Frau Kropp. Herzlichen Dank für diesen Vortrag, der uns viel zu denken aufgibt. Vielen herzlichen Dank. Ich bitte jetzt meine Kollegin Tamina Theis, auch ihr Video anzuschalten. Hallo, Tamina Theis ist Dramaturgin am Theater Freiburg und wir beide werden jetzt, liebe Teilnehmende an dieser Veranstaltung, gerne Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen zu diesem Vortrag von Frau Professor Kropp entgegennehmen und dann auch jetzt ins Gespräch bringen. Liebe Frau Kropp, bis der erste Beitrag eintrifft,
würde ich gern noch mal zwei ganz simple Fragen stellen. Die erste Frage ist, ist für Sie das Konzept Risikogesellschaft immer noch adäquat zur Beschreibung unserer Situation? Und weil ich jetzt nun mal neugierig geworden bin durch Ihren Aufsatz, was genau wäre eine smarte Risikopolitik? Was verstehen Sie darunter? Ja, also Ulrich Beck hat ja das Konzept Risikogesellschaft selbst immer weiterentwickelt. Ich höre oft, Sie haben es schon gemerkt, also ich muss es einfach sagen, er war mein Doktorvater, ich stand ihm nahe, ich bin von diesem Konzept geprägt, das vorangestellt. Und ich werde natürlich oft gefragt oder ich höre viel Kritik an diesem Konzept, die bezieht sich auf das Buch von 1986, das an manchen Stellen, ich sage es mal so, ein paar sehr steile Thesen aufgestellt hat, die er selber später auch korrigiert und auch ein Stückchen zurückgenommen hat. Er hat aber, wie gesagt, das weiterentwickelt, also seine Vorstellung, dass Not hierarchisch und Smog demokratisch sei, die hat er ad acta gelegt. Er hat sich von manchen Objektivismen und Positivismen getrennt und immer stärker die gesamte Risiko- und Wissenschaftsforschung berücksichtigt und das Konzept ja auch erweitert. Bis zuletzt in das Buch, das nach seinem Tod erschienen ist, wo er eben dann auch nochmal geguckt hat, welche Metamorphosen eigentlich von Risikokonflikten angestoßen sind. Und dass auch dieses Buch erweist sich ja jetzt als nahezu hellseherisch, weil es die Friday for Future Bewegung, wenn Sie so möchten, vorhergesagt hat. Trotzdem meine ich, und ich habe das in meinem Vortrag hoffentlich auch getan, kann man das Konzept schon weiterentwickeln. Und dafür ist auch viel getan und geschrieben worden. Und ich habe ja ein bisschen versucht zu zeigen, was da so passiert ist. Und mit dieser smarten Risikopolitik, der Begriff, also wir benennen ja alles smart, Smart City, Smart Energy, Smart Mobility, was auch immer, alles ist smart. Und smart heißt ja eigentlich schlau. Gemeint ist damit aber immer, oder das gleiche intelligent, das wird genauso benutzt, das englische Wort, und gemeint ist damit aber immer digital. Also als ob schlau gleich digital sei. Und das ist ein Mantra, das ich gefährlich finde, weil zweifellos ermöglicht uns die Digitalisierung sehr viel. Zum Beispiel, dass Herr Mackert und ich uns jetzt unterhalten. Und wir können natürlich auch durch maschinelles Lernen sehr viel schneller große Datensätze durchforsten. Aber deswegen ist es nicht intelligenter, wenn diese Datensätze eben nicht die richtigen, die angemessenen sind oder wenn sie unter falschen Annahmen zusammengestellt wurden oder wenn alleine Korrelationen, und das ist ja letzten Endes die Basis dieser Ifs and Else Rules, wenn alleine auf der Basis von Korrelationen über faktische Kausalitäten geurteilt wird oder Zusammenhänge. Und deswegen habe ich diesen Begriff auch in einem Smart, also eine schlaue Risikopolitik wäre, was wir wollen. Aber smart ist eben aus meiner Sicht genau nicht eindimensional. Weil wir haben das sehr deutlich gesehen, welch hohen Preis wir dafür bezahlt haben. Deutschland ist das Land, also wenn man französische Presse oder englische Presse liest, dann wird immer wieder darauf verwiesen, dass die Deutschen ja meinen, sie hätten das so gut gemacht, weil sie ja ein paar Tote weniger haben. Aber dass es ja weltweit das einzige Land sei, das seinen Kindern den Schulbesuch verwehrt hätte. Und während wir das eben hingenommen haben und sagen, das ist wirklich dumm und jetzt leider gibt es einige Kinder, die haben bis hin zu psychischen Folgeproblemen, wird das eben im Ausland anders in die politische Waagschale geworfen. Wir sehen das halt nicht, weil wir auch häufig so sehr auf den nationalen Diskurs begrenzt sind. Aber alle die viel in der Wissenschaft unterwegs sind, sind unter digitalen Bedingungen eben auch oft im internationalen Raum unterwegs. Und deswegen fand ich diese Studie von Jasanoff, Hilgardner, Silke Beck und allen weiteren, ich habe sie ja angegeben, so gut, weil sie eben quasi einen weltweiten Vergleich der Strategien mal aufgestellt hat. Und ohne zu sagen, das war der richtige und das war der falsche Ansatz, zeigen sie einfach auf, was sind die Vorteile und was sind die Kosten der jeweiligen Herangehensweise. Und das wäre smart aus meiner Sicht. Ja. Vielen Dank. Ja, Josef, möchtest du deine zweite Frage noch stellen? Ansonsten, das war die zweite. Ja, okay. Ansonsten ist jetzt auch eine erste Frage hier im Chat eingestellt worden.
Und zwar lautet diese Frage, ist eine adäquate Behandlung zur Entscheidungsfindung im Ausnahmezustand nicht rein zeitlich schwierig? Wir hatten ja in Deutschland schon große Probleme im föderalen Kontext. Alle waren froh, als der Bund mehr Entscheidungskompetenz bekam. Ein interdisziplinäres Beratungsgremium ist sicher wünschenswert, aber doch auch langsam. Ja, dem würde ich zustimmen. Das ist ganz sicher so. Und deswegen würde ich sagen, das Gebot der ersten Stunde ist natürlich eine schnelle Entscheidungsfindung auf der Basis der rasch verfügbar zu machenden Expertise. Das Problem ist, dass wir in Deutschland ja auch Pandemie-Notfallpläne haben. Die kann man auch immer noch beim RKI abrufen. Und auch die setzen eben sehr stark auf die Simulation der Ausbreitung von viralen Krankheiten. Also die Einseitigkeit ist quasi schon im Kern, steckt schon im Kern. Und das andere ist, das stimmt, was da steht oder was Herr Tschischler geschrieben hat, aber irgendwann muss man natürlich fragen, ist es jetzt immer noch zu langsam oder hätte man nicht schon mal parallel eben doch die üblichen Prozeduren des Risikomanagements nutzen können? Also eine multiperspektivische Bewertung aufsetzen. Die Berichte der Leopoldina kamen, der zweite, dann der dritte. Und da hat man schon gesehen, der zweite Bericht nach dann inzwischen schon einigen Monaten Pandemie war immer noch ein Bericht, an dem, ich habe es jetzt nicht aktuell recherchiert, aber wenn ich mich recht erinnere, waren es 19 Personen, davon 2 Frauen und keine Vertretung der Kinderärzte. Also das ist, glaube ich, der größte Schaden, der entstanden ist. Und als Universitätsmitarbeiterin, ich bin auch noch Prüfungsausschussvorsitzende im Bachelorstudiengang, kann ich Ihnen sagen, ich bekomme seit vielen Monaten wöchentliche E-Mails, in denen mir die Studierenden von ihren Depressionen berichten. Also da ist kein kleiner Schaden entstanden. Ich mag das nicht ausmalen, aber man hat viel zu lange nur auf eine Strategie gesetzt und eben einfach gesagt, mit digitalen Veranstaltungen lösen wir alle Probleme. Und bis heute, glaube ich, ist man nicht wirklich willig zu sehen, was man auf der anderen Seite eigentlich mitverursacht hat. Und deswegen, ja, das gilt für die ersten Tage, aber wozu hat das bei uns geführt? Also wenn wir uns genau erinnern, hatten wir die ersten Fälle bei Webasto in der Nähe von München etwa Mitte Januar und Ende Februar, also das ist ein Punkt, also vor allem der 9. März, am 9. März, das ist interessant, ist nämlich auch mein Geburtstag, am 9. März hat man in Deutschland Aussteigerkarten beschlossen für Züge, also man hat für Züge Zugreisende Aussteigerkarten vergeben. An dem Tag gab es aber auch in Deutschland schon 2 Tote und in den Krankenhäusern wurden wirklich schon die Desinfektionsmittel geklaut, weil es immer noch kein angemessenes Angebot gab, aber die Bevölkerung schon so alarmiert war, dass sie offensichtlich nicht zu glauben und auch nicht zu entschuldigen, aber dass sie sich so in die Enge getrieben sah, dass sie schon seit Wochen Klopapier und Nudeln gehortet hat und sogar eben aus Krankenhäusern notwendiges Material gestohlen hat. Das ist ja eigentlich, also wenn das nicht die rote Linie ist, was dann? Und insofern würde ich sagen, es hat eben nicht Genüge getan. Es hat dann immerhin dazu geholfen, Maßnahmen zu entscheiden. Ich bin auch froh, dass diese Maßnahmen ergriffen wurden. Und ich will auch nicht an der Expertise der Personen zweifeln. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass Psychologinnen und Psychologen, Kinderärzte, dass Ökonomen, dass die vielen anderen Bereiche einfach mit berücksichtigt worden wären. Ich würde gerne auf dieses Stichwort interdisziplinäres Beratungsgremium auch dahingehend nochmal eingehen, wenn wir auf die Risikogesellschaft schauen, welche Entscheidungsinstanzen da überhaupt eine Rolle spielen und wie sie sich legitimieren. Also für mich war es zum Beispiel so, ich hatte von dieser Leopoldina vorher überhaupt noch nichts gehört. Ich wusste nicht, dass die existiert. Mhm. Und auf einmal war die eine Autorität. Ja. Und wie Sie zu Recht sagen, irgendwann tröpfelte denn dann so durch, wer ist denn da alles drin, wie kommt man da rein, warum sind da nur 2 Frauen drin etc. Also das war kein gewähltes Gremium und das kann man so durchdeklinieren über die Gesundheitsämter, deren Rollen von uns auch wahrscheinlich schon lange niemand mehr wahrgenommen hat, bis hin zu der berühmten Ministerpräsidentenkonferenz, die ja auch eigentlich kein Verfassungsorgan ist, das wir gewöhnt waren von der Entscheidung. Also
Ist das nicht auch ein wirklich schwieriges Problem, bis hin dann eben auch zur Delegierung an die Wissenschaft, die, wie wir wissen, so gar nicht existiert? Ja, das war eben diese Zentralisierung wissenschaftlicher Autorität, die also insbesondere der Kollege Alexander Bogner und auch, die haben auch einen Aufsatz gemeinsam mit Wolfgang Menz im Leviathan veröffentlicht. Also diese unglaubliche Wissenszentrierung und auch Absicherung und auch Immunmachung gegen ein Außen, das ist so vorher nicht gab. Und also die Leopoldina ist für uns Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen natürlich ein total angesehenes Gremium. Das ist keine Frage, wer da gewählt wird zum Mitglied, hat sich verdient gemacht. Trotzdem ist es eine dünne Repräsentation vor dem Hintergrund, dass eben zum Kernmerkmal der Wissenschaften auch der Dissens gehört und dass wir eben so viel mehr Facetten haben als, sagen wir mal, diese 17 oder 19, ich weiß es eben nicht mehr ganz genau, vielleicht auch 21, aber irgendwie um diese Zahl dreht es sich. Und dann auch noch die Entscheidung, mit einer Stimme zu sprechen. Wie gesagt, damit ist eigentlich diese Möglichkeit aus dem Dissens, aus dem Konflikt, aus der Verhandlung, aus der Deliberation unterschiedlicher Bewertungsperspektiven zu lernen und wieder, wie in der Vergangenheit, vielleicht die Institutionen anzupassen, besser zu machen, verschenkt worden. Und wenn wir jetzt auf den Klimawandel schauen, dann kann man eben nicht sagen, wie so oft, Sie haben das ja auch gesagt, dann einfach abgeleitet wurde, oh, jetzt können wir ja für den Klimawandel lernen. Man kann also einfach mal Flugreisen aus der Welt schaffen. Und ja, wenn das vielleicht auch keine schlechte Idee ist, löst das Problem trotzdem auch nicht. Und wir werden auch nicht vollständig auf Flugreisen verzichten wollen. Wir müssen eben kluge Wege finden, die Treibhausgasemissionen fair und ökologisch wirksam zu reduzieren. Und das tun wir nicht, wenn wir dafür nur eine Sorte Expertise nutzen. Und ich will auch hier an der Stelle nochmal deutlich machen, dass ich gar nicht meine, man müsste nur verschiedene Disziplinen berücksichtigen, sondern man muss die Lebenswirklichkeiten berücksichtigen. Weil traurig aber war, die Lebenswirklichkeit dieser Erntehelfer, die ist ja auch nirgends in den Wissenschaften adäquat abgebildet, beispielsweise. Das haben wir ja eigentlich auch wieder einmal neu entdeckt oder entdeckt klingt so positiv, eben uns davon erschüttern lassen, was da die Bedingungen sind. Und also das heißt, die Berücksichtigung der vielen Variablen, die da jetzt eine Rolle spielen, auch im Moment, also warum die Zahlen jetzt steigen, das verdient eben eine viel vielschichtigere Befassung, als dass ich einfach einen Strich mache, wenn einer erkrankt. Und bis heute haben wir ja auch keine gute Möglichkeit gefunden, die Long-Covid-Folgen da angemessen zu berücksichtigen. Eigentlich geht es ja gar nicht nur darum, selbst wenn ich nur auf das Medizinische schaue, kann es ja gar nicht nur darum gehen, die Erkrankung zu verhindern, sondern ich habe ja mit der Erkrankung auch noch ein erhebliches Folgerisiko, über das wir sehr wenig wissen. Jetzt kommt noch mal eine Frage, die wollen wir nicht übergehen. Tamina. Ganz genau. Kommt noch die berechtigte Frage, die Berücksichtigung der Lebenswirklichkeiten klingt zutiefst empathisch. Aber wie wollen wir Empathie organisieren? Ja, es ist lustig, weil es gibt einen Namensvetter, Alan Weinberger, der hat 1972 in Minerva geschrieben, Science cannot answer trans-science questions. Also die Wissenschaft kann nicht außerwissenschaftliche Fragen beantworten. Und das ist sozusagen der Einstieg in die Antwort. Das kann man tatsächlich nicht wissenschaftlich machen, aber es ist eben schon so, dass man in partizipativen Verfahren, in Bürgerräten, in Konsensuskonferenzen, es gibt da ein unglaubliches Arsenal, diese Stimmen einfangen kann. Und es ist oft von großer Bedeutung, diese Stimmen gehört zu haben. Weil wenn man mal das Elend beispielsweise einer Person, die unter häuslicher Gewalt leidet, auch nur minutenlang erfahren hat oder gehört hat, dann fließt das in die Entscheidungsfindung ein. Und dann überlegt man besser, wie man Ausgangsbeschränkungen vielleicht absichern kann durch eine andere Form nochmal der Seelsorge oder der Hilfe, der Organisation von Hilfemöglichkeiten. Also
Ja, das ist sicherlich anstrengend, das zu organisieren, aber ich glaube, es ist auch ein Gebot der Menschlichkeit, eben diese Lebenswirklichkeiten da vielfältiger zu berücksichtigen. Vielen Dank, liebe Professorin Cordula Kropp, für diesen Vortrag und vielen Dank allen für die Teilnahme heute Abend, für die Fragen, Anregungen, Anmerkungen. Vielen Dank auch meiner Kolleginnen. Und ich freue mich schon auf den nächsten Vortrag in der Reihe Konturen der nächsten Gesellschaft. Der wird stattfinden am 28. November. Philipp Terr ist dann unser Gast. Herzlich willkommen dazu. Für jetzt aber erst einmal guten Abend und auf Wiedersehen.